Hey Leute, schon in meinem iPhone-Review habt ihr die Hülle von Rhinoshield gesehen. Und ich habe mich mit denen zusammengetan und gesagt, yo Leute, was hält diese Hülle aus? Und die so, weißt du was, wir schicken dir ein iPhone zu und du probierst es einfach mal. Denn wir sagen persönlich, dass du das iPhone nicht kaputt kriegen wirst. Und das probieren wir heute mal gemeinsam aus. Alter, ich habe ja so ein schlechtes Gewissen, ne? Das Handy gehört ja nicht mir. Ich meine, wenn es jetzt kaputt geht. So, bevor wir jetzt so richtige Hardcore-Sachen ausprobieren, ich will nämlich nicht übertreiben, aber ich will so ein bisschen den Hardcore-Alltag testen, will ich erstmal beim Hammer draufschlagen. Weil es gibt auch Folien vorne und hinten von Rhinoshield, die sind mit Panzerglas, 7 Schichten oder so, und die sollen tatsächlich sogar einen Hammer aushalten können. Und jetzt muss ich dieses wunderschöne iPhone hier mit einem Hammer schlagen. Also probieren wir es einfach mal aus. Ganz leicht. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das ein normales Handy auch noch ausgehalten hätte, aber... Nein, das nicht mehr. Okay, nee, also noch krasser kann ich nicht draufschlagen. Kann ich noch krasser draufschlagen? Ja, komm jetzt. Aber wenn ich es kaputt mache? Okay. Was alles? Nee, mehr schlage ich nicht drauf. Lieber lasse ich es nochmal fallen, aber... Alter, okay, auf der Rückseite gibt es auch noch eine Folie. Aber gut, was soll da schon kaputt gehen? Das Aluminium könnte Dellen bekommen, aber sieht nicht so aus. Alter, das ist total unangenehm. Jetzt hat die Hülle eine Delle bekommen. Aber die kann man ja einfach abziehen, die Folie, und dann ist wieder wie neu. Alter, ich fühle mich gerade unwohl, weil ich mit dem Hammer auf dieses Handy geschlagen habe. So, nachdem ich mich jetzt aus dieser unangenehmen Hammer-Situation entfernen konnte, geht's nochmal an ein paar Drop-Tests. Und zwar dachte ich mir, okay, vorhin hast du es schon aus der Höhe fallen lassen, aber was ist, wenn man wirklich telefoniert, rumgestikuliert und es dann runterfällt? Naja, nichts passiert, also probieren wir es gleich nochmal. Und nochmal, weil alle guten Dinge sind 3. Alter, es wäre sowas von kaputt, wenn diese Hülle nicht dran wäre. Aber es ist noch ganz. Was echt krass ist. Wir müssen, glaube ich, krassere Geschütze auffahren. Hier ist eine Treppe, wie wär's mit der? So, nachdem es jetzt selbst die extrem krassen Stürze und den Hammer überlebt hat und ich das echt nicht gedacht hätte, kommt jetzt der absolute Hardcore-Test, wenn ich diese Treppe... Okay, es ist nicht ganz bis nach unten gekommen, aber... aber... Bin mal gespannt. Es hat es einfach überlebt. Komm, die paar Stufen kriegt es auch noch hin. Als ob, echt. Ich meine, das Handy ist unzerstörbar durch die Hülle. Ich meine, wie willst du es kaputt kriegen? Wir probieren es jetzt von viel höher. Okay, bevor wir jetzt hier total übertreiben und irgendwie habe ich die Sorge, dass es kaputt geht, starte ich hier mal die Aufnahme und mache so einen 2,5 bis 3 Meter Drop. Das soll es anscheinend sogar überleben laut Rhinoshield, aber das sieht schon eigentlich ziemlich krass aus. Das klingt so schlimm. Mal gucken, ob es überlebt hat. Alter. Es ist nicht möglich. Die Aufnahme ist noch da, es läuft. Das ist keine Dellen, keine Kratzer. Ist zu krass. Jetzt übertreiben wir richtig. Ach, auch wenn ich glaube, dass es das nicht überlebt, wer kennt es nicht? Man steht so da, in ca. 5 Metern Höhe, mit dem Handy übergebeugt und auf einmal kommt irgendjemand an und rempelt ein. Und das Handy ist runtergefallen. Hat es das überlebt? Ich weiß es nicht. Als ob nichts. Gar nichts. Nicht mal eine Delle. Die Folie hat sich vorhin leicht abgelöst, aber ansonsten ganz neu. Klar, die Hülle hat jetzt eine fette Delle, aber es hat überlebt und was wollen wir jetzt an krasseren Geschützen auffahren? Okay, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber was wäre potenziell, wenn man mit dem Auto drüber fährt? Ah, das tat weh. Gleich mal nachgucken. Es hat überlebt, natürlich. Ist ja nur Gummi, ne? War ja nur ein Auto. Also das ist richtig krass. Vor allem muss man, oh, hinten hat es so Dellen bekommen, weil es wohl in die Straße reingedrückt hat, aber es sieht aus, als wäre es nur auf der Folie. Und man muss auch bedenken, das gibt es auch für andere Geräte. Also nicht nur fürs iPhone, sondern eben auch Pixel, Galaxy S7 und OnePlus 3. Also
erstmal wieder sauber machen und sich was Krasseres ausdenken, würde ich sagen. Was wir gerade eben bei dem letzten Autotest nicht gesehen haben, die Kamera ist gesprungen. Tatsächlich war sie wahrscheinlich auf einem Stein oder so. Und das ist auch der einzige Teil, der nicht geschützt wird. Mein einziger Kritikpunkt an dieser Hülle. Aber ich muss auch sagen, diese Hülle ist so krass unscheinbar und trotzdem hat sie diese ganzen krassen Sachen ausgehalten. Ich bin echt ganz schön begeistert und kann sie eigentlich nur empfehlen. Also wer eine krasse Hülle braucht, hat hier so eine Art Moto X Style Force, wie auch immer, nur halt beim iPhone und auch in wasserfest. Das war's von meinem Video. Checkt die Links in der Beschreibung. Da habe ich zu den Hüllen die ganzen Sachen verlinkt und noch zu ein paar Videos von Kollegen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.